Freunde, im letzten Part haben wir es geschafft, das Riesenteil namens, das Riesenskelett namens Skeletor zu besiegen, nachdem Zanto ja ein richtig fettes dunkles Schwert in seinen Schädel reingehauen hat. Und nun haben wir den Zugang zum Schattenspiegel. Laut Midna das einzige Mittel, um Zanto zu besiegen. Nö, speichern möchte ich jetzt nicht. Das habe ich nämlich gerade eben erst gemacht, bevor ich den Part begonnen habe. Oh, und wir sind wieder draußen. Ist ja cool. Dass diese ganze Festung da drüben. So, was wartet denn jetzt auf uns? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, die geile Wüstenmusik. Wie das aufgebaut ist hier, wie so ein Kolosseum. Und auch das hier sieht echt aus wie ein Kolosseum. Eine imposante Statue. Die Spiegelkammer. Wahrscheinlich für den Schattenspiegel. Oh. Ja, aber erstmal wollen noch so andere Viecher mal Hallo sagen. Das waren jetzt mehr als drei, oder? Joa, das sind tatsächlich mehr als drei. Okay, so viel hatten wir bisher noch nicht gehabt. Aber wie gesagt, mit Hilfe unseres Master Swords sollte das kein Problem darstellen. Ich guck mal, dass ich alle vier hier kriege. Komm, euch vier müsste ich doch alle... Euch vier müsste ich doch alle hinkriegen. Na gut, dann mache ich... So, jetzt aber. Hat's geklappt? Nein, hat's nicht. So, dann halt eben die zwei und jetzt euch drei. So, dich da drüben auch. Ach komm. Ich hatte die doch alle drei erwischt. Ach, dann nehme ich euch drei erstmal. Ja, jetzt hat's geklappt. Ist logisch. Und dann nehme ich euch zwei. Ich hab den noch erwischt. Was ist denn jetzt hier los? Eine Fledermäuse, okay. So, und jetzt euch beide. Meine Güte. So viel Ärger. Um nichts. Dass ich mir jetzt schon wieder mit diesen rumschlagen musste. Ach, naja. Ich wollte es wohl zu gut machen. So, mit Hilfe des Gleiters kommen wir an dieser Schlange hier rauf. Auf den Kopf der Statue. Oder besser gesagt auf ihren, auf den Turban oder auf den Kopf oder auf den Hut oder was auch immer. Auf jeden Fall wartet hier erneut ein Mechanismus für den Gleiter. Die Säulen fahren hoch. Die Ketten ziehen einen riesigen Felsbrocken aus dem Sand heraus. Und da hervorkommt ein Podest mit einem komischen Spiegel darauf, der sehr klein aussieht. Jetzt beginnt wieder Kinofilm. Der Kinofilm des Spiels. Naja, also wenn das jetzt der Schattenspiegel ist, dann ist ja nicht mehr so viel von ihm übrig. Oh, na, das ist ja wohl nicht so gut. Joa. Nicht so gut, würde ich mal sagen. Was ist das? Schon wieder Geister? Eine mysteriöse Musik. In den Schatten lauert eine böse Kraft. Sie bringt uns Finsternis und Elend. Ach so, das sind die Weisen, ne? Ihr Auserwählten, die das Schicksal hierher geführt hat.
Hört uns, ihr Träger des Siegels der Göttinnen. Wir sind die Weisen, die im Auftrag der Göttinnen Hyrules seit ewigen Zeiten über den Schattenspiegel wachen. Ja, es sind die Weisen. Doch der Schattenspiegel, den ihr sucht, wurde durch böse Magie zerbrochen. Diese Magie ging von einem aus, der eine dunkle Kraft besaß. Zanto? Sein Name ist... Ganondorf. Ganondorf? Ich dachte, Zanto ist der. Was hat denn jetzt Ganondorf hier zu suchen? Der hat zwar schon in Windfäcker genervt, aber... Er war der Anführer der Räuber, die in Hyrule eindrangen, um die heiligen Städte zu erlangen. Denke ich mal schon da jetzt. Da er über dunkle Kräfte verfügt und in Magie bewandert war, wurde er weithin gefürchtet. Nur eines war ihm nicht bewusst. Wer sich der Gefahr nicht bewusst ist, die außergewöhnliche Kräfte mit sich bringen, entwickelt immer eine verborgene Schwäche. Total angekettet da, im Stein fesselnd. Boah, die gehen ja nicht zimperlich mit ihren Gefangenen um. Einfach mal so ein Schwert mitten rein. Jedoch. Wie kann er noch leben? Ich glaube, das haben die wohl auch nicht bedacht. Boah. Muss es wohl eine Laune der Götter gewesen sein, dass auch er über eine besondere Kraft verfügte. Boah. Ja, das war's wohl. Boah, ist das ein Tyrann. Dann scheint der Schattenspiegel. Sieht zumindest etwas heilerer aus als als dort, wie wir ihn gerade sehen. Ja, tschüss, Ganondorf. Haben einen Freund verloren. Kaltblütig ermordet. Sein Hass und seine Gier verwandelten sich in einen dunklen Fluch. Und die dunkle Magie dieses Fluches muss dann auf Zanto übergegangen sein. Jetzt wissen wir zwar, woher Zantos magische Kraft kommt, aber es ist schon viel zu spät, um noch etwas zu tun. Den Schattenspiegel endgültig zerstören kann nur ein anerkanntes Oberhaupt des Schattenvolkes. Jetzt aber hat Magie den Schattenspiegel zerbrochen und seine Scherben warten überall in Hyrule darauf, wiedergefunden zu werden. Eine befindet sich auf eisigen Gipfeln. Eine ist in einem heiligen Hain aus alter Zeit. Die dritte befindet sich irgendwo in den Wolken. Ihr seid von den Göttinnen auserwählt, also wird es euch sicher gelingen, diese drei Scherben des Spiegels zu finden. Doch seid auf der Hut. Auch den Spiegelscherben wohnt magische Kraft inne. Ja, wir haben vorher drei Dungeons gelöst. Haben jetzt einen kleinen Zwischendungeon, einen coolen Zwischendungeon. Und jetzt warten wieder drei weitere Dungeons auf uns. Aber mit denen werde ich mich jetzt noch nicht beschäftigen. Vor allen Dingen, weil auch der Part schon ein bisschen zu knapp ist. So, wir werden jetzt, uns eigentlich nicht zum Wolf machen, aber gut. Natürlich habe ich jetzt vor, ein paar Secrets zu machen. Ja, danke, Midna.
Wir warpen uns. Wohin warpen wir uns denn mal? Genau, wir warpen uns jetzt als erstmal zum Ranel-Flussoberlauf. Denn bevor wir diesen Dungeon ja gemacht haben, habe ich ja dieses lustige Spielchen gemacht mit dem Boot. Wo wir mit den Bombenfallen diese ganzen Steinblöcke zerhauen müssen. Das werde ich gleich noch machen, und zwar das richtige Spiel. Und wie ich schon damals sagte, ihr könnt euch auf ein paar Fails, glaube ich, einstellen. So viel sei schon mal verraten. Aber erstmal gehe ich hier hin. Und zwar, weil hier auch noch was Interessantes ist auf uns. Also hier noch was Interessantes wartet auf uns. Und zwar zum einen hole ich mir mal meine Angel raus. Ja, wir nutzen mal wieder die Angel. Ist auch schon wieder etwas länger her. Ich laufe mal ein bisschen hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Denn in diesem Wasser hier... ja, ich möchte schon, Link, dass du angelst. Befindet sich was Lustiges und was Cooles noch nebenbei. Ich hoffe, ich kann noch angeln. Ist auch schon wieder etwas länger her. Das war auf jeden Fall schon mal nix. Kommt der hier, süßen Fischchen? Jetzt. So, hat's geklappt? Hat's geklappt? Nein. Das wollte ich nicht haben. Ich wollte nämlich was anderes hier angeln, was es eigentlich hier geben soll. Vielleicht ein bisschen dahin, weil das glitzert da so. Na, das sind, glaube ich, nur die Blüten. Auf jeden Fall hatte ich eigentlich mit was anderem im Kopf. Genau, das hier. Eine leere Flasche. Flaschen kannst du immer gut gebrauchen. Und du tust auch noch etwas für die Umwelt. Drücke A, um sie deinen Items hinzuzufügen. Ja, ist doch eine coole Sache, dass hier einfach mal so eine Flasche zu angeln ist. Und den Hinweis bekommt man auf diesem Schild. Halte die Natur sauber. Müll gehört nicht in den Teich. Schütze die Natur für einen sauberen Teich, in dem sich die Fische wohlfühlen und an dem der Angler gern verweilt. So, dann noch eine andere Sache, die ich jetzt noch schnell eben mache. Der ganze andere Sache, die ganzen anderen Sachen hier, die es hier gibt, sind eigentlich unnötig in diesem Angelteich. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich auch nicht so wirklich Lust, die zu machen. Denn man kann hier noch so ganze Fische angeln und auch so ein Murmelspiel machen, aber es ist halt so eine Sache. Ja, Link ist erstmal ganz schön erstaunt über die ganzen Sachen, die hier sind. Aber die interessieren mich nicht wirklich. Ich will mit der hier, mit ihr hier sprechen. Ja, wir wollen nämlich mit Begleitung angeln gehen. Und wofür machen wir das? Nicht, weil wir Fische haben wollen, sondern weil wir was anderes haben wollen. Ihr seht es vielleicht schon, da blinkt was hier am Felsen. Na, seht ihr, was das ist? Das ist ein Herzteil. Und wie kommt man dahin? Natürlich, indem man da das schön da runter angelt. Ja... Die Steuerung ist hier ein bisschen anders. Irgendwie will das... Ah, jetzt. Jetzt. Ha, und da haben wir es schon. Was ist das denn? Ein Herzteil? Wessen Herz hast du denn da geangelt, du Draufgänger? Keine falsche Bescheidenheit. Das darfst du. Du darfst es ruhig behalten. Ja, und das finde ich lustig, was sie da so sagt. Gut, man kann hier noch verschiedene andere Sachen angeln, verschiedene Fische angeln und so weiter. Ich glaube, man kann es auch, wenn man die Eisenstiefel hat und dann den Enterhaken da verwendet, kann man sich es auch holen, aber ist halt nicht wichtig. Also ich habe es jetzt so gemacht. Ja, und ich will jetzt hier aufhören. Denn ich will jetzt noch dieses lustige Spielchen hier machen. Bei der anderen Frau. Mit der Afro-Frisur. Und das wird wohl wahrscheinlich richtig lustig. Und irgendwie ist das auch so geregelt, dass irgendwie verschiedene Fische auch nur zu verschiedenen Jahreszeiten kommen. Irgendwie, dass die Jahreszeiten hier wechseln und keine Ahnung. Also ich habe nicht wirklich Lust, das zu machen. Also, es gibt ein paar, die es gemacht haben, ein paar haben es nicht gemacht. Und ich denke, ich werde es auch nicht machen. Vielleicht mache ich das Murmelspiel, wenn mir danach ist. Es ist aber auch übelst schwer und
Oh, das ist ein Goldinsekt. Das hole ich mir mal eben noch, wenn es schon hier ist. Komm her, mein Freund. Jetzt. Nicht wegfliegen. Nicht wegfliegen. Ich will dich einsammeln. Jetzt habe ich dich. Libelle männlich nicht gefangen. Einfach mal so fliegt er oben und Link greift einfach mal so gerade nach vorne. Naja. So, hier geht's rein. Bei Fräulein Tena. Im Sora-Fluss. Oh, willkommen. Dank dir konnte ich endlich mein Laden, mein Geschäft wieder eröffnen. Ich kann dir zwar nichts anbieten, aber mach's dir ruhig bequem. Natürlich kannst du dir auch ein Boot mieten. Lass es mich einfach wissen, wenn du willst. Ja, das möchte ich natürlich auch. Eine Kanufahrt auf dem Floß mit Begleitung kostet 20 Robine. Willst du? Ja, natürlich. Also gut, steig ein. So, und jetzt geht der Spaß los. Alles klar, also gut, gute Fahrt. Also dann, gute Fahrt. So, wie ihr rechts hier unten seht, gilt es, Krüge zu zerstören. Und wir haben unendlich viele Bombenpfeile zur Verfügung. Allerdings dürfen wir nicht mit unserem Boot an irgendwas ankrachen, so wie jetzt hier, weil wir sonst Minuspunkte bekommen. Wir haben noch keinen, deshalb werden uns auch keine abgezogen. Wir können nicht unter Null sein. So, das Ziel ist, 25 Punkte zu bekommen. Und dann bekommen wir eine schicke Belohnung. Allerdings wird, wie gesagt, das nicht ganz so einfach, wenn man dann halt die Wand hier berühren darf und auch keine anderen Hindernisse. Vor allem, weil die Steuerung auch nicht gerade so ganz toll ist. Oh, meine Güte, geht's hier ab. Das ist echt eine Wildwasserfahrt hier. Ja, warum hast du nicht getroffen, Link? Bisschen mal nach da schwimmen. So, den treffe ich noch. Geht doch, so. Sehr schön. Also bisher haben wir alle getroffen und auch noch keinen Minuspunkt. Das ist bisher schon mal richtig gut. Oh, das ist übel. Jetzt geht das hier los. Wow. So, jetzt warten hier ein paar. Können wir erstmal so alle auf einmal kaputt hauen. Den da oben auch. Da nicht antreffen, dann der kaputt und der kaputt. Warum hat das nicht geklappt? Scheiße, direkt zwei Minuspunkte. Drei. Ja, das war nicht so toll. Hätte das irgendwie geklappt, warum der nicht getroffen hat. Das ist mir ein Rätsel. Zum Glück bin ich jetzt an dem da vorbei. Ja, das war nix. Ich hoffe, dass da jetzt keine waren, weil die kann ich jetzt nämlich nicht mehr erreichen, glaube ich. Ich hoffe, dass ich da jetzt keinen verpasst habe. Hm, 15. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Die roten bringen übrigens 3 Punkte, die gelben einen. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Ich kann es nur hoffen. Ich meine irgendwie, wenn man hier 18 hat oder 20, ist es gut. Ich muss jetzt alle treffen und keinen Minuspunkt mehr haben. Ich glaube, ich kann es schaffen. Yes, 25. Die Roten bringen nur 2. Boah, ich habe es doch beim ersten Versuch geschafft. Finde ich echt Wahnsinn. Also ich hatte damit nicht gerechnet, aber es war auf Messers Schneide. Uiuiuiui. Das war mal richtig eng. So richtig, richtig eng. Aber wir haben es geschafft. Gut, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, könnte ich auch noch das andere Minispiel machen. Ja, das mache ich auch. Ich habe da noch Bock zu. Wir sind zwar jetzt, glaube ich, bei 20 Minuten, aber ich weiß nicht so recht. Soll ich es machen oder soll ich nicht machen? 25 Punkte. Unser Preis ist die Maxi-Bombentasche. Du kannst jetzt doppelt so viele Bomben tragen wie bisher. Ein richtig cooles Item. Bitte besuch uns bald wieder. Na, mache ich aber wohl nicht mehr.
Ja, komm. Ich werde einen Versuch in diesem Minispiel zeigen. Wenn ich es nicht schaffe, dann werden wir noch den nächsten im nächsten Part sehen. Den nächsten Versuch von denen, wo wir es schaffen. Nämlich mit diesem Papagei hier. Ja, was die sagt, ist jetzt nicht wichtig. Ich weiß auch, die Regeln, die werde ich euch da zeigen. Wir müssen wieder diesen Vogel rufen, wie wir es ja einst im Schattenreich getan haben. Ja, komm. Ich mach mal die Szene abbrechen. Wir kennen das ja. Das hier auch. So. So, unsere Aufgabe jetzt. Durch Früchteballons zu fliegen. Diese Orangenen bringen 3. Daneben gibt es noch Wassermelonen, die bringen 1 Punkt. Und Erdbeerballons, die 10 Punkte bringen. Und ihr seht schon, je mehr Serien wir fliegen, da verdoppeln sich dann immer die Punkte, also erhöhen sich. So, und jetzt sollten wir nur noch auf die Erdbeerballons gehen. Die anderen jetzt alle in Ruhe lassen. Aber ich merke, irgendwie habe ich Probleme mit dem Zeiger. Aber gut, das hat nochmal gerade so funktioniert. Ja, den habe ich verpasst. Unser Ziel sind hier 10.000 Punkte. Das ist heftig. Das war jetzt super. Oh, ich krieg die gar nicht hier. Ich habe irgendwie total die Probleme mit dem Zeiger. Ich glaube, den Versuch kann ich knicken. Zumindest bin ich nicht schon mal runtergefallen. Egal, die Erdbeere lasse ich jetzt lieber. Ich nehme die beiden hier. Ja, egal. Hat sowieso nicht geklappt. Okay, ich würde mal sagen, im nächsten Part werde ich es dann nochmal versuchen. Und ich glaube, ich muss echt an der Sensorbar-Einstellung dann nochmal was regeln, weil das nicht so funktioniert, wie ich es will. Gut, dann bedanke ich mich wieder fürs Zusehen. Leider ein Fail zum Abschluss, aber naja. Wir haben dafür eine Maxi-Bomben-Tasche. Was anderes interessiert uns nicht. Nein, erstmal nicht nochmal. Gut, dann noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Oh yeah.